Ah, diesmal habe ich es geschafft, Link. Nicht so ungeduldig, doch so ungeduldig. Ich will. Also Regen hätten sie ruhig sehr viel seltener kommen lassen können. Sehr, sehr viel seltener. So einmal im Jahr oder so würde Regen vollkommen ausreichen. Aber irgendwie hat man so einmal pro Stunde Regen. Die ganze Stunde lang. Alles gut. Alles gut, mein kleiner Bulle. Ich greife dich nicht an, ich habe Besseres zu tun. So, was ist hier oben? Hier oben ist bestimmt irgendwas. Das hier ist immerhin Faroros Berg. Es gibt auch Sets, die dich besser erklären, Krog. Okay, den nehme ich mit, aber du bist nicht, was ich mir erhofft hatte. Ja, tschüssi. Den Schrein da hinten habe ich schon. Das ist doch Faroria Berg. Willst du mir doch jetzt nicht erzählen, dass am Faroria Berg, dass hier kein... Komm, hier ist doch bestimmt... Das muss doch hier sein. Oder willst du mir sagen, ich muss hier irgendwo hin? Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier irgendwo so ein Teil ist. Und dann bestimmt noch hier irgendwo. Beim Hebra-Gipfel könnte ich mir auch vorstellen. Aber das, vom Namen her passt das nicht. Ist hier wirklich nur ein Krog? Ja, im Regenwald regnet es halt. Ja, das stimmt natürlich. Ha. Erzähl mal, wo sind die Göttin? Hier müsste doch irgendwo Göttin sein und der Schrein dazu. Ich würde die jetzt gerne finden. Toll gemacht, Link. Und alles, was man findet, sind hässliche Viecher. Da sind zumindest stärkere Viecher. Aber das ist alles nicht das, was ich gesucht habe. Oh, mir zerbricht gleich mal wieder eine Waffe. Das passiert selten. Ein Stall mit einem Schrein. Okay. Ja, genau, die beiden. Ich hätte damit gerechnet, dass hier einer ist, weil Faroria klingt schon stark nach Farore. Also dieser anderen Göttin. Ranel ist... Nee, aber Ranel... Warte, Ranel ist ja... Ist ja gar keine von den Göttinnen gewesen. Es waren ja Din, Farore und wer war die dritte? Du bist ein bisschen arg einsam. Findest du nicht auch, komischer Baum? Du bist ein bisschen arg dumm. Findest du nicht auch, komischer Link? Aber hier ist nichts. Bitte ziel doch einfach auf die richtige, okay? Alter, was? Mehr nicht? Ach nö, ey.
hat sich ja gar nicht gelohnt. Ich möchte übrigens erwähnen, es regnet schon wieder. Es regnet schon wieder. Quelle des Mutes. Vom Akala-Institut. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass die hier irgendwo ist, weil wegen Verrohr und so. Akala-Institut, das war doch hier. Nee, Akala ist da oben. Wow. Ja, okay, da gehe ich jetzt nicht hin. Aber ich habe das Gefühl, dass ich auf diesem Berg hier nochmal drauf will. Ich weiß nicht wieso. Aber ich will da nochmal hin. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich habe das Gefühl, dass ich auf diesem Berg nochmal drauf will. Es wirkt auf jeden Fall so auf mich. Beziehungsweise ich könnte eigentlich mal gucken, ob ich vielleicht schon das nächste Wächterteil kaufen kann. Das wäre ein Versuch wert. Na egal. Kannst du auf der Welt mit... Du meinst die Hochebene etwas südlich? Oh. Ich habe da so eine Vermutung. Ich habe da so eine Vermutung, wo es sein könnte. Ebene, nicht Hochebene. Wo soll die Akala-Ebene sein? Hier sind wir bei den Zoras, Urunga. Die hier werde ich mir bei Bedarf auch mal anschauen dürfen. Ach, da hier meinst du? Ach so, ja. Ach sowas. Ja, habe ich gesehen, danke. So, welche Gegner spawnen? Okay, nach rechts und dann hoch. Ich bin mir sicher, dass das irgendwas ist, was ich haben will. Oh ne, ich muss so nicht. Ich überlege mir das dann mal selber, welchen ich zuerst machen will. Da rate ich dann einfach mal. Aber ich habe gehört, dass das Chamäleon verdammt schwer sein soll. Also der Wüstentitan soll verdammt schwer sein. Hat mir eine gute Freundin erzählt. Bis hierhin gab es noch keinen wirklichen Grund für Ravio. Ravio. Ravio war ein anderer. Das ist einer meiner Lieblings-Zelda-Spiele. Also ich muss ehrlich sagen, A Link Between Worlds ist bei mir tatsächlich auf Platz 3 der Lieblings-Zeldas. Das war so ein gutes und spaßiges Spiel. Ich habe das echt genossen, das zu spielen. Hätte ich nie damit gerechnet. Ein Kamel. Was habe ich ihm gesagt? Habe ich Dromedar gesagt? Nee, oder? Okay, ab hier kann ich, glaube ich, Revali nutzen.
Oh, hier wird's kalt so langsam. Okay. Es wird Zeit für die Antikälte. Was? Zieh deine Hose an! Eieiei, du Perverser, du. Chamäleon, habe ich gesagt. Oh, oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich meinte Kamel. Chamäleon, ja natürlich ist kein Chamäleon. Aber ich habe jedenfalls gehört, das soll ziemlich schwer sein, weil das Element dieses Kamels, Entschuldigung, scheint wohl Blitze zu sein und so. Von daher ist die Gummihose vielleicht gar nicht so schlecht. Sie hat jedenfalls gut geschimpft. Sie hat echt gut darüber geschimpft, wie schwer dieses Teil sein soll. So, was ist hier oben? Hier müsste noch irgendwas Rentables sein. Irgendwas, wofür es sich zu klettern lohnt. Ach, beim Vulkan ist das Chamäleon. Hups. Oh. Oh, willst du mich attackieren? Falls ja, super. Kostenlose Wächterteile. Das Risiko gehe ich nicht direkt an. Ach warte, das kann ich herausfinden, ne? Ich habe ja sogar das entsprechende Modul aktiv. Ah, du bist nicht lebendig. Du wärst lebendig, okay. Ich mache die von oben nach unten. Oh, zum Glück keins von diesen Kackviechern. So, mach die Kiste auf, während sie in der Luft ist. Oh, Geld nehme ich mit. Was ist denn das hier? Und was ist das da hinten? Also der Wächter hier scheint ziemlich alleine zu sein. Weshalb ich ihn jetzt klatschen gehe. Ja, Clickbait Octorox, genau die meine ich. Hi du. Fuck. Okay, das war zu spät. Das hat gepasst. Okay, das ist in Ordnung. Beim zweiten Mal geschafft. Damit kann ich leben. Topfdeckel hat gute Arbeit gemacht. Oh nö, was machst du denn jetzt hier? So. Sorry, mein Bester, aber lass es einfach. Okay, nicht was ich wollte. Komm her. Komm doch her, du Spaß. Alter. Der bleibt halt echt stehen, ne? Der blöde Wichser. So, komm her. Zack, 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 zack. Thema durch. Ein Reisebogen. Habe ich den schon fotografiert? Nein. Nein, habe ich nicht. Hat sich ja sogar gelohnt. Ja, ja. Er wird ja für immer in meiner Erinnerung bleiben. Als der legendäre Topfdeckel. Was? Was war das?
Übrigens, wisst ihr, was bei diesem Zelda-Teil ziemlich geil ist? Das ist mir selber nie aufgefallen. Aber tatsächlich ist das so. Das Zelda hier zeigt dir an, wo der Button ist, den du drücken musst. Also wenn zum Beispiel A jetzt irgendwo aufleuchtet, vielleicht hier sogar. Nein? Nein? Ach, komm schon. Komm schon. Wie ist denn das? Den kann ich doch jetzt umwerfen. Aber das zählt nicht, weil wir brauchen lebendige für, ne? Das ist ja geil. Als ob. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Was kann ich hier tun? Ne, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Okay. Interaktion, ja. Interaktion zeigt er dir genau an, welcher Button das ist. Warum? Euch braucht kein Mensch. Lasst mich in Ruhe. Ich kenne euch nicht und ihr interessiert mich nicht. Fertig, aus. Oh Gott, nerv mich nicht. Digga. Zack, so, weg. Den kann ich leider nicht untersuchen. Oh, was haben wir denn da? Das ist ja schön. Das ist ja schön. Gleich mal einen Schrein markieren. Und jetzt wollte ich aber nicht zu diesem Schrein, sondern ich wollte ja mal nachgucken, was das auf der anderen Seite ist. Nimm Feuersachen. Eis musst du schmelzen. Ach so. Ja, dann probiere ich das gleich mal aus. Da ist nur so ein Skelett. Ich habe ja Feuer. Das ist ja dumm. Oh, es wird wirklich kleiner. Das lohnt sich. Ich bin sehr gespannt, was kriege ich denn hier raus? Gebe zu, das geht ein bisschen schneller. Ein kleines bisschen. So, viel mehr vom Schwert kann ich da jetzt nicht reinpacken. Bin mal sehr gespannt, was ich hier finde. Aber es ist interessant, wie viele Spielmechaniken die da hier hingebaut haben. Das ist sehr interessant. So, verschwinde bitte, verschwinde bitte, verschwinde bitte. Ah, hier ist Wasser, ja, das stimmt natürlich, ne? Was kriegt man hier, wenn man hier jetzt Crocs für diese Teile kriegt, dann, oh je. So, okay. La 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 la. La 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 la. Ich nehme eine Fackel. Ja, Fackeln habe ich nicht in meinem Sortiment. Es ist ein Croc. Aber nicht jeder dieser Eisblöcke ist ein Croc, oder? Nicht jeder, oder? Ich habe schon so viele von denen ignoriert. Das wäre ein bisschen Eichkacke. Ja, draufhauen hilft immer. Das ist ja nichts Neues.
Nur auffällige Synchrox. Okay, was ist bei den anderen? Die verschwinden einfach, oder was? Aber hey, immerhin Crocs habe ich einige gefunden. So, jetzt gehe ich aber meinen Weg. Mein Weg führt mich zu diesem anderen Teil, von dem ich mal wissen will, was es sein soll. Da hinten war es gewesen. Also, entweder tun oder gar nichts. Oh je. Und lass mich raten. Selbstverständlich wird das auch resettet, wenn Blutmond ist. Also. Hier ist eine verlassene Hütte, wieso auch immer. Oh. Hüttentagebuch lesen, klar. Hier werde ich meine Forschung zur Heldenprüfung dokumentieren, die in den verschneiten Gerudo-Bergen ruht. Nächste Seite. Tag 1. Ich begab mich in die Berge, um sie zu erforschen. Denn sie ist in einem alten Dokument erwähnt. Am Sockel der verschneiten Gerudo-Berge schlummert die Heldenprüfung. Den im Dokument erwähnten Sockel habe ich bereits erreicht. Tag 7. Nun ist schon eine Woche vergangen, seitdem ich den Sockel in den verschneiten Bergen entdeckt habe. Meine Nahrung geht bereits zur Neige, doch mir fiel eine bisher unbemerkte Stelle im Dokument auf, die sich als Schlüssel erweisen könnte. Leuchtet der Sockel der Schneeberge, wirf runde Dunkelheit in seine Mitte. Runde Dunkelheit. In den 7 Tagen, die ich hier forsche, fand ich heraus, dass der Sockel nur zu bestimmten Zeiten leuchtet. Aber worauf mag sich die Passage wirf runde Dunkelheit beziehen? Es will sich mir nicht erschließen. Tag? Fragezeichen. Ja, ich weiß nicht mehr, wie lang es her ist. Ich spüre, dass das im Sockel verborgene Geheimnis zum Greifen nahe ist. Dunkelheit bezieht sich auf einen Schatten, das ist mir jetzt klar. Doch meine Nahrungsvorräte sind aufgebraucht und ich kann meine Forschung nicht fortsetzen. Ups. Das war jetzt nicht mein Ansinnen. Also was zum Beispiel rund ist, sind die Dinger hier. Mein Bester. Nimm mal einen mit, okay? Aber interessant, dass er so weit gekommen ist, um zu wissen, dass es ein Schatten ist. Und wo ist dieser Sockel jetzt? Da oben oder was? Ich laufe einfach mal da hoch. Kisten oder Gegner? Oder gar nichts. Man kann aber erkennen, was drin ist. Okay. Vermutlich ist er tot. Ja, das ist möglich. Naja, passiert. Aber das ist halt selber schuld. Ja, ja. Warum? Oh, ihr schmeißt sogar. Komm her. Du sollst herkommen. Du stirbst erstmal so. Alter, als ob ich mir gerade mein Wächterschwert für euch Missgeburten opfere. Niemals, das könnt ihr vergessen. Geh hin. So, ne, nächster. Der letzte bist du. Nein. Oh, nö, 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 nö. Nein! Kackviech! Bring ihn um. So, Freundchen, jetzt ist vorbei mit dir, okay? Ihr Kackviecher, ihr kotzt mich an, ey. Na? Logo! Weiter ging ja nicht mehr. Oder ist das hier gar nicht? Also, hier ist nur ein Stein. Ja, lol. Okay. Nein, da unten. Sorry. Ja, Schwerkraft kennt der nicht, das stimmt. Thank you.
Also, ein Reisebogen, das hat sich wieder gelohnt. Aber hey, Pfeile. So. Als nächstes musst du dran glauben. Thema durch, so. Bis du mich jetzt lange nervst, das machen wir nicht, okay? Eine Mob-Lanze, was habe ich denn noch so? Was hat die Mob-Lanze? 4. Okay, jetzt bleibt beim Knochen. Alles klar. Ja, ich bin recht aggressiv gegen die, die nerven mich auch. So, ich gehe jetzt nochmal hoch. Kann ich von hier aus irgendwas erreichen, was ich erreichen möchte? Irgendeinen leuchtenden Sockel oder so? Das muss ja hier irgendwo sein. Habe ich den schon markiert? Ja. Wo leuchtet denn dieser Sockel? Muss ja irgendwo sein hier. Bei der Hütte. What? Echt? Das direkt bei der Hütte? Niemals. Dann habe ich den ja echt übersehen. Naja. Jetzt muss ich hier im Endeffekt warten, bis das Teil mal leuchtet, oder wie? Bei der Hütte hier ist doch gar kein Sockel. Wo soll der sein? Ja, gar nicht gesehen. Also ich sehe ihn gerade nicht irgendwie. Vielleicht bemerke ich ihn, sobald er leuchtet. Auf Stand jetzt sehe ich hier nicht, was hier leuchten könnte. Ah, okay. Okay. Den muss man auch erstmal finden. Gehe ich richtig bei der Annahme, dass ich dir den irgendwie so werfen muss dann, dass der Schatten von dieser runden Kugel